der TU Ilmenau geht es im Rahmen des DeepRecore-Projektes darum, Prozesse zur künstlichen Photosynthese zu erforschen. Zu schauen, wo können wir CO2 als Rohstoff nutzen? Wo können wir es umwandeln, um in der chemischen Industrie als Kohlenstoffquelle zu verwenden? Wir wollen in DeepRecore mit der Substanz CO2, mit der treibenden Kraft der Sonne und dem Halbleiter als Konversionsmaschine höherwertige Brennstoffe erzeugen. Und das in einem einzigen Bauelement. Hier an der TU Ilmenau können die Kolleginnen und Kollegen maßgeschneiderte Halbleitermaterialien herstellen und diese auch untersuchen. Ja, unser photoelektrochemischer Messplatz hat vollen Aufbau. Wir haben jetzt zum einen den Sonnensimulator, der eben im Labor die Sonne simulieren kann. Das Licht bestrahlt einen Halbleiter in dieser photoelektrochemischen Zelle. Das ist der Aufbau hier vorne. Wir können durch die Bestrahlung des Lichts sehen, wie reagiert die Oberfläche des Halbleiters oder die Passivierungsschicht auf dem Halbleiter mit dem Elektrolyten. Für gewöhnlich entstehen dann Gase dabei, die nach oben steigen oder mit Hilfe eines Trägergases zum Gaschromatographen transportiert werden, indem wir dann das Gasgemisch letztendlich analysieren können und auf die Menge des entstandenen Gases Rückschlüsse treffen können. Der etwas kompliziert aussehende Aufbau auf der hinteren Seite dient der Möglichkeit, diese Zellen auch im Ultrahochvakuum direkt von unserer Präparationsanlage zu diesem Messplatz zu transferieren und zu gewährleisten, dass wir keine Kontaminationen haben. Neben mir befindet sich der Reaktor, in dem das Substrat eingebracht ist und wir anschließend mit der Dazugabe über verschiedene Präkursoren und Wasserstoffhintergrundatmosphäre bei sehr hohen Temperaturen bis zu 1000 Grad die Halbleiter präparieren können. Der etabliertere Weg ist der, dass man Energie konvertiert mit PV oder mit Wind, dann über eine Verbindung zu einem elektrochemischen System die Produkte an einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen System erzeugt. Wir wollen das Ganze in einem einzigen künstlichen Blatt, wir sprechen von der künstlichen Photosynthese. Und dafür muss man all diese Vorgänge, Lichtabsorption, Konversion des Lichtes in freie Energie, chemische Reaktion in einem einzigen integrierten Bauelement erledigen. Einen unserer größten Erfolge im Rahmen des DeepRecore-Projekts haben wir mit unseren US-amerikanischen Partnern erzielt. Wir konnten photoelektrochemische CO2-Reduktion mehrere Stunden weg stabil mit einer Effizienz von 6% betreiben. Unsere direkten Verbundpartner in dem Projekt waren das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg, die Technische Universität in München, das Helmholtz-Zentrum für Materialienenergien in Berlin und Azure Space Solar Power GmbH. Das war wirklich eine perfekte Zusammenarbeit zwischen uns. Die übergeordnete Vision ist natürlich, dass wir unseren Energiekreislauf schließen, dass wir speicherbare Materialien haben für unterschiedliche Anwendungszwecke, Energie, Systemstabilisierung, Mobilität. Dabei geht es natürlich darum, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir kosteneffizient sind, dass wir eine genügend hohe Stabilität dieser Bauelemente und natürlich eine genügend hohe Effizienz erreichen. Am Ende lohnt sich's, wenn wir das Problem wirklich gelöst haben, sind wir eigentlich mit unserer Vision für eine nachhaltige Energieversorgung fertig.